Herzlich willkommen zur 11. Folge der Afrobahn-Karriere. Ja, wir sind bei Heidenheim, der Oktober steht an. Ja, und heute geht's ran gegen Hertha BSC, gegen den HSV, gegen Leverkusen, dann nochmal gegen den HSV im DFB-Pokal und dann als Abschluss für die heutige Folge nochmal gegen Bayern. Selbst spielen werde ich gegen Leverkusen, gegen den HSV im Pokal und gegen natürlich die Bayern. Auf geht's zum ersten Spiel gegen Hertha BSC. Und gegen die wird es ein 1:1 unentschieden. Bei uns trifft Dennis Bonic oder Janis Bonic, keine Ahnung. Und bei Hertha trifft in der 85. Minute noch mit Donny Malen. Ich würde mal sagen, ein gutes Ergebnis gegen Hertha. Damit kann man auf jeden Fall leben. Ein Transfergebot von Inter Mailand. Nö. Also, nö, kein Bock. Jetzt geht's ran gegen den HSV. Den mache ich ja jetzt auch eine Karriere, wie ihr wisst. Und die haben einfach mal einen Fratesi und einen Galdames und einen Boadu gekauft. Alles klar. Naja, okay. Mal gucken, wie wir so gegen die spielen. Ich muss eigentlich ein Sieg sein, verlieren. Jatta trifft nach 2 Minuten, dann verschießen wir einen Elfmeter. Oh, das ist ärgerlich. Dann trifft Kittel zu 2:0 und Kühlwetter kann nur noch auf 2:1 kürzen, genau. So eine Spiele müssen wir halt einfach gewinnen. So, das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen ist jetzt an der Reihe. Hoffentlich schaffen wir das. Die sind auf dem 2. Platz. What the fuck? So, jetzt aber herzlich willkommen in der Bayer-Arena in Leverkusen. Und wir gehen direkt rein ins Spiel. Und wir können... Alter! Junge, 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 was macht dieser Roberto Dourado, Alter? Er kriegt noch nicht mal Gelb dafür. Ball ist bei Daniel Apfelbaum und der schickt Dennis Bonic. Oh, Junge! Was macht der denn? Was macht der denn? Ehrlich, das war so unnötig. Ball kommt zu uns. Wir spielen zu Kühlwetter und Kühlwetter. Nein, ich wollte rausspielen. Ich wollte wirklich zu Boden spielen. Und Apfelbaum schickt Sebastian Kühlwetter und Kühlwetter, Kühlwetter! Einer für die Leverkusen. Erster Schuss, erstes Tor. Sebastian Kühlwetter trifft ganz, ganz wichtig gegen Leverkusen. Radetzky guckt auch nur noch hinterher. Kann hier nichts für die Gegentreffer. Da war Leverkusen einfach zu offen. Und Christian Kühlwetter ist er, Mann. Warum denke ich mal Sebastian? Esquerdo zu Kerem Demirbay, der halt mal auf. Und Ramay ist zur Stelle, Alter. Wie sieht der bitte aus? Boah, gerade ist ja hier Klassiker. Bayern gegen Dortmund 0-0 im Moment. Kerem Demirbay, was macht denn Hüsing? Ist über irgendjemand rüber gestolpert? Oh! So einfach werden wir ausgespielt und Leverkusen trifft zum 2:1. Ich habe jetzt nicht mehr gesehen, wer. Amiri ist das, glaube ich. Der macht hier den hochverdienten Ausgleich, muss man halt leider sagen. Also so viele Chancen haben sie gar nicht, aber so viel Ballbesitz und so. Ja, Amiri ist es. Ja, ist doch dann ganz schön verdient. 1:1 wäre natürlich auch voll okay für uns. Ich meine, das ist der 2. Platz, gegen den wir hier heute ran müssen. Auswärts. Oh. Delaney haben die geholt. Der ist gerade eingewechselt worden. Jetzt gibt's Elfmeter für Leverkusen. Ich will es gar nicht nochmal sehen eigentlich. Wir gucken uns das aber nochmal an. Das ist doch lächerlich. Jetzt die Riesenchance für wen auch immer. Das ist Tabsoba. Tabsoba schießt einen Elfmeter. Das ist der Innenverteidiger. Das ist der Innenverteidiger. Der trifft hier zum 2:1 in der 64. Minute. Ja. Was soll man dazu sagen? Richtig guter Elfmeter. Richtig wirklich stabil. Und ja, jetzt liegen wir hinten. Mitchell Weiser. Leute, greift doch mal an! Es ist die Nachspielzeit. Komm, nochmal. Nee, vorbei. Oh, wie ärgerlich kann man denn bitte verlieren?
2-1 Niederlage in Leverkusen. Ja, Bayern hat 1-0 gegen Dortmund gewonnen. War bestimmt ein richtig tolles Spiel. Jetzt halt ran gegen HSV, ne? Wie sieht man ja. Aber erstmal müssen wir trainieren. Und jetzt werfen wir aber erstmal Blick auf den DFB-Pokal. Denn es geht ran gegen den HSV in der zweiten Runde. Wir sind zu Hause. Und jetzt gehen wir rein. In der Liga haben wir ja 2-1 verloren gegen die. Heute soll es andersrum sein. Oder wenigstens, wenn wir heute gewinnen. Apfelbaum rüber zu Christian. Ja. Zu Christian Kübert. Was? Der war drinne? Wollte ich verkacken? Der war doch niemals drin, oder? Fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen. Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Wait a minute. Wie weit ging der bitte nach außen und dann... Was macht denn der Torwart? Ist das Ulreich? Ist doch nicht Ulreich, oder? Was für ein Scheißschuss und den hält... Das war ja Fernandes, ist das? Alles klar. Ey, wie kann er denn bitte nicht reingehen, ne? Ey, wie kann der bitte reingehen, Mann? Ach, egal. Und jetzt hat Hamburg die Chance. Kittel mit einem richtig guten Ball für diesen Bordu, oder wie der heißt. Bordu zieht in die Mitte und zieht... Was? Was war das denn für ein Schuss? Was zum Teufel macht denn dieser Bordu? Traumtor. Alter. Keine Chance für Ramay. Was für ein Abschluss. Kann man ja kaum besser machen. Alter. Holy moly, aus dem Winkel. Okay. Also auf diesem Bordu müssen wir aufpassen, sonst... Ja, wird ziemlich kritisch. Apfelbaum. Was für ein Ball für Christian Kühlwetter. Was macht der denn? Bonel spielt jetzt aber zu uns und jetzt ist er drin, oder? Ja. Und zieht auch? Ja. Alter, Kühlwetter hat einfach durchlaufen können. Das hat mich gerade so geschockt hier. Hätte einfach durchlaufen können oder so. Und zum Glück hat Gömmera hier noch das Abseits aufgehoben. Oder Haya. Ja. Ja, der sitzt dann. Ja, wir treffen mal wieder. Endlich. Dennis Bonic. Bonic, Junge. Okay, geiler Pass. Geiler Pass, was für ein... Zusammenschwören, dann ist euer Fernandes da. Was zum Teufel geht hier ab? Apfelbaum. Mit dem Ball für Bonic. Junge Bonic, wo läufst du hin? Ball kommt richtig gut und dann geht er leider drüber. Boah, hat der Verteidiger uns, glaube ich, noch gestört? Ja, war ich mir nicht ganz sicher. Und dann, ja, geht er halt doch schon dann noch schon ein bisschen über den Kasten. Nachspielzeit läuft, Leute. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt werden wir ausgewechselt. Simuliert es einfach, weil, es war noch eine halbe Minute. Bleibt beim 2-1, wie ich es mir gedacht habe. Ja, nice. In der Liga haben wir ja 2-1 verloren gegen die. Heute soll es andersrum sein. Jetzt gehen wir rein ins letzte Spiel für die heutige Folge. Das ist gegen Bayern München. Aber wir haben noch zwei Nachrichten und zwar... Bernhard spielt dann hier. Vermutlich wegen dem nächsten Gegner DFB-Pokal. Es ist Wolfsburg. Die sind doch gerade Tabellenführer, ne? Ah, jetzt nicht mehr. Haben verloren. Zweimal. Und Leverkusen hat sie überholt. Ah, okay, die haben gegen Leverkusen verloren einmal. Ist trotzdem ganz schweres Los. Ich meine, wir hätten ja auch Union oder sowas kriegen können. Die sind ja auch noch dabei. Herzlich willkommen zu Hause gegen die Bayern am 10. Spieltag in der Bundesliga. Jetzt gehen wir einfach rein. Adrian Fein für wen auch immer, konnte ich jetzt nicht sehen. Sieht aus wie Kimmich, ist es aber wahrscheinlich nicht. Was für ein Ball für Kingsley Coman. Die Bayern führen nach 5 Minuten. Nach fucking 5 Minuten. Nach, soll ich nochmal sagen, fucking 5 Minuten. So einfach ausgespielt, Lewandowski. Und dann macht das Gonzalez. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Gonzalez ganz schlecht. Und Ramay hat dann im Endeffekt auch keine Chance. Aus 10 Metern schließt Coman ab und der geht dann halt rein. Ja, moin, was war das denn? Egal, wir haben den Ball und wir haben die Chance. Daniel Apfelbaum, ja, abgeblockt von Jan zu. Apfelbaum. Warum läuft der andere Typ nicht?
Jetzt läuft er. Der Kühlwetter. Christian Kühlwetter vor dem Tor. Vor Manuel Neuer. Der geht rein. Das ist eigentlich sowas von unverdient. Das ist scheißegal, wenn wir gegen den FC Bayern München spielen. Ich dachte, er macht wieder so eine blöde Aktion mit Zurückziehen oder so. Aber hat er diesmal zum Glück nicht gemacht. Erkennt, dass er hier einfach freie Bahn hat. Läuft durch. Und dann können wir auch immer da die 15 bei Bayern. Der kommt zu spät. Christian Kühlwetter. Neuer hier auch ohne Chance. Wer ist das? Stones ist das. Aha. Naja, okay. Oh Gott, was ist das denn? Einwurf wenigstens für uns. Egal, wir haben den Ball. Jetzt haben wir ihn auch wirklich und spielen zu Zenis Bonischer wieder zu uns. Und Manuel Neuer ist da und jetzt ist was passiert. Handspiel oder so von dem Typen. Alles klar, den hätte der andere da auch wahrscheinlich wieder reingemacht von hier hinzu. Ja, oh ja, den hat er direkt bekommen. Das war nicht der Bauch. Inaki Williams kommt jetzt für Adrian Fein. Alles klar. Wir dürfen den Elfmeter machen. Oh mein Gott, bitte geht er rein. Ja! Einfach auf die Mitte. Einfach auf die Mitte, Leute. Einfach auf die Mitte. Einfach auf die Mitte. Bei diesen Abend noch nicht so ein guter Elfmeterrate. Aber anscheinend trotzdem die Beste aus dem Team. Deswegen schieße ich einfach auf die Mitte, damit er auf keinen Fall daneben gehen kann. 2-1 Führung gegen Bayern. Bitte. Leute, wir müssen den Ball jetzt holen. Bayern darf auf keinen Fall ein Tor machen. Leroy Sané in die Mitte. Und Lewandowski zieht ab, Gonzales. Ey, Junge, Junge. Was ist jetzt passiert? Warte, was? Elfmeter für Bayern? Ja, Elfmeter für Bayern, ne? Ey! Das kann doch nicht sein. Jetzt hat Lewandowski die Chance. Sabotage! Was für ein Glück, ehrlich. Das war wirklich so ein Glück, dass der noch reinging. Lewandowski macht das 2-2 in der Nachspielzeit. Alter. Unnötig as fuck. Und das war, glaube ich, auch kein richtiges Handspiel, weil den Ball zwar in die Hand bekommen hat, die war eigentlich angelegt. Boah, ich glaube, der hätte auch so gut vorbeispringen können, ne? Boah, was für ein Glück für Lewandowski. Immerhin, 2-2 gegen die Bayern. Ist ganz okay, würde ich sagen. Ich meine, die sind noch im zweiten Platz oder so. Aber wir gucken mal auf die Tabelle. Wir sind 14. Punkt gleich mit dem HSV. Ja, Bayern, ja, dann haben wir gerade 3 Punkte geklaut. Die wären nämlich sonst punktgleich mit Leverkusen gewesen. Aber ja, eigentlich haben die uns einen Punkt geklaut. Also das war's für die heutige Folge. Ich zeige euch noch kurz, wie wir uns in der nächsten Mal gegen Frankfurt, Mainz, Stuttgart und dann im Pokal noch gegen ja, Wolfsburg. Genau. Tschüss. Mal gucken, wie wir so gegen die spielen. Ich muss eigentlich ein 17 verlieren. So eine Spiele müssen wir halt einfach gewinnen. Und wir können. Alter! Junge, 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 was macht dieser Roberto Dourado, Alter? Wir kriegen noch nicht mal Geld dafür. Bonic, oh, Junge! Was macht der denn? Was macht der denn? Ehrlich, das war so unnötig. Der ist gerade eingewechselt worden. Jetzt gibt's Elfmeter für Leverkusen. Das ist Tabsoba. Apfelbaum. Was für ein Ball für Christian Kühlwetter. Was macht der denn? Bonic spielt jetzt aber zu uns und jetzt ist er drin, oder? Ja, und zieht auch. Ja, Adrian Fein für wen auch immer, konnte ich jetzt nicht sehen, sieht aus wie Kimmich, ist es aber wahrscheinlich nicht. Was für ein Ball für Kingsley Coman. Die Bayern für nach 5 Minuten. Nach fucking 5 Minuten. Ja, moin, was war das denn? Oh Gott, was ist das denn? Ja! Die Reiser nähen die Mitte. Und Lewandowski zieht ab, Gonzales. Ey, Junge, Junge. Was ist jetzt passiert? Warte, was? Elfmeter für Bayern. Ey! Das kann doch nicht sein. Jetzt hat Lewandowski die Chance. Was für ein Glück, ehrlich. Das war wirklich so ein Glück, dass der noch reingeht.